Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, es geht weiter. Wir werden wahrscheinlich jetzt den Tegel erfolgreich zu erobern oder zumindest die Straßen von London etwas absichern. Da wir hier ohne Waffe rumlaufen können, schätze ich, dass es hier irgendwo Quests gibt oder sowas, die man noch annehmen kann, Leute finden kann, was auch immer. Deswegen würde ich das wohl ein bisschen ausnutzen. Husch. Ja, Dankeschön fürs Untergehen. Oh. Peng, peng, balla. Was denn da? Darf ich nicht sehen, ne? Lieber nicht. Hallöchen, James. Ach, James, hey, alte Sau. Wie geht's Ihnen? Ich weiß nicht, was ich von der Rückkehr zur Erde erwartet habe. Ich war bereit für den Kampf oder den Tod, falls nötig, aber wo ich das alles so sehe... Wir machen mit den Reapern genau dasselbe. Wir tun ihnen weh. Und es tut uns nicht leid. Aber konzentrieren Sie sich, sonst ist der Kampf vor dem ersten Schlag verloren. Ich weiß ja. Sie haben recht. Das ist es jetzt also, ja? Ein Vorstoß noch. Ein letzter Kampf. Nicht zwingend unser letzter. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Shepard. Wir wissen beide, dass Ehre gar nichts bedeutet, wenn wir verlieren. Das ist wahr. Was auch geschieht, Sie wissen, was zu tun ist. Sie sind ein verdammt guter Marine-Vega. Das bedeutet mir viel, Sir. Viel Glück da draußen, Shepard. Werde ich haben. Hallöchen, ihr Süßen. Ich bin hier. Shepard ist hier. Ihr seht alle gleich aus. Das freut mich. Hallöchen. Hast du was zu melden? Nö. Habt ihr was zu melden? Echo-Team eine Empfehlung ausgesprochen? Positiv. Sie raten zur Verzögerung der nächsten Welle von Hammer. Die bringen uns da draußen um. Wir haben keine Wahl. Verzögerung negativ. Rate zur Klärung der Lage, aber Hammer läuft ab wie geplant. Ende. Verstanden. Na schön. Hört hier was zu sagen? Nö. Irgendwie so geil aus, aber es ist sowieso traurig. Okay. Hast du aber noch zu sagen? Na gut. Ja, irgendwie so. Dann eben nicht. Mir doch egal. Ah, hier liegt Muni. Haben wir aber schon voll. Oh, es regnet. Ach ne, Wasser. Okay. Ich dachte. Ich möchte, dass Sie die Koordination mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Na, geht doch schwer. Erinnern Sie Reef daran, dass er sich entsprechend verhalten muss, wenn er wieder ein Teil der Galaxie werden will. Sie können ruhig verraten, dass ich das gesagt habe. Shepard, das ist dann wohl... Wie in alten Zeiten? Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Denken Sie, wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Was soll ich dort mit meiner Zeit anfangen? Ginge Ihnen genauso. Autogramme geben? Noch haben wir nicht gewonnen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel, eine halbe Stunde bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben. Aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. Drinks auf mich. Wir sind ein Team. Shepard ohne Vakarian geht nicht. Also ducken Sie sich, wenn es sein muss. Das können Turianer nicht. Ich werde improvisieren. Und Shepard, verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Schicken Sie sie in die Hölle. Dafür wurden sie geboren. Mach ich. Können Sie sowas von vernichten? Gut, hat sonst noch jemand einen Wunsch? Du. Primarch, wirklich? Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich wollte mich persönlich revanchieren. Aber es ist traurig, dass Ihre Welt so aussieht wie unsere. Ja,
Schön, dass du so viel dazu zu sagen hast. Na gut, machen wir weiter. Ups. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet! Alles geschützt! Natürlich muss ich das wieder übernehmen hier. Wer denn auch sonst? Keiner außer ich ist dazu privilegiert. Ich glaube, den habe ich nicht erwischt. Naja, einen werden sie wohl mal schaffen, kaputt zu machen. Hoffe ich. Schnell, sag mal. Das ist ja nervig. Ich würde gerne auf Dauerfeuer stellen, aber dann muss ich ja nur nachladen. Außerdem wäre das wohl nicht voll Verschwendung. Huch! Arschloch. Achso, ich dachte, die haben das Geschütz kaputt gemacht. Gut, dann war's das. Ja, toll. Hier da irgendwas? Nein. Ach Mensch, Liara. Wie sind unsere Verluste? Es wurden kaum noch Verwundete hergebracht. Immerhin etwas. Wie kommen Sie klar, Liara? Das ist es jetzt, oder? Ja, das ist es. Was soll ich dazu sagen? Mir fällt ganz bestimmt in 5 Minuten was Schlaues ein. Irgendeine letzte Ermunterung? Auf Sie mit Gebrüll! Wie Sie es nie erwarten würden. Lassen Sie uns tun, was getan werden muss. Das wird getan. Gibt's hier noch was? Nein, gut. Ja, ich bin halt ein kleiner Erkunde. Siehst du, und hier ist ein Medikit. Wie ist dein Zustand? Er blutet! Da ist sehr viel Blut! Sein Bein wurde unterhalb des Knies weggesprengt. Au. Okay, versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Ich sage Ihnen, was Sie tun müssen. Sie sind jetzt seine einzige Hoffnung. Das Wichtigste ist, die Blutung zu stillen. Wie? Haben Sie Handtücher oder Bandagen? Nein, gar nichts. Wir sitzen unter einem ausgeräumten Highway. Dann nehmen Sie Ihre Bluse. Reißen Sie einen Ärmel ab und... Moment, da kommt was in unsere Richtung. Warten Sie. Moment. Okay. Sie sind in unserer Zeit. Sie müssen Ihren Ärmel in Streifen reißen und daraus eine Aderpresse machen. Okay. Moment. Okay. Ich hab's. Und jetzt binden Sie das direkt über seinem Knie zusammen, um den Blutfluss zu unterbrechen. Machen Sie einen Knoten. Ich versuch's. Okay. Um sein Knie. Oh, verdammt, ich krieg's nicht fest genug. Da ist so viel Blut. Nochmal. Ziehen Sie fester. Wie ist sein Zustand? Er hat das Bewusstsein verloren, aber er atmet noch. Bleiben Sie bei ihm. Wenn es wieder blutet, geben Sie mir Bescheid. Sie schaffen das schon. Ja, okay. Danke. Aber noch so eine Nacht werden wir bestimmt nicht überleben. Oh Mann, krass, sowas mal anzuhören. Datenwert. Sammy, wo bist du? Ich kann dich nicht finden. Schreib mir wieder zurück. Die Leute gehen da rein und wenn sie rauskommen, sind sie anders. Nicht mehr menschlich. Ich höre die Stimmen, die in meinem Schädel kriechen und flüstern. Sie hören nicht auf, bis ich dahin gehe, wo die anderen waren und so zu einem Ding werde. Oh Gott, bitte, es soll aufhören. Aufhören! Ich höre nicht auf die Stimmen. Ich gehe da nicht rein. Ich kann machen, dass es aufhört. Ich weiß, was zu tun ist. Okay, da wohnen die wahrscheinlich irgendwie. Ach, guck mal. Ja, ich bin hier. Fühlen Sie einen Puls? Nein. Er ist tot. Ach, scheiße. Sie haben Ihr Möglichstes getan. Wir holen Sie bald da raus. Das glaube ich nicht. Einer der großen Reaper kommt direkt auf uns zu. Dann laufen Sie, weg da! Das funktioniert nicht. Sie kriegen dich immer. Und dann verwandeln Sie dich in eins von diesen Dingern. Sie
Sie müssen es versuchen. Los! Nein! Ich habe die Waffe des Corporals. Ich werde es beenden, bevor Sie mich finden. Beenden? Sie meinen... Nein, tun Sie es nicht! Leben Sie wohl, Doktor! Warten Sie! Nein! Sind Sie noch da? Hallo? Sind Sie da? Verdammt! Ja, das ist schon krass, aber na gut. Hi. Bevor man vielleicht zu einem so ein Vieh wird, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Na gut, gehen wir mal weiter hier. Zuerst habe ich die Genophage geheilt. Ach, und jetzt ist es an der Zeit, der Galaxie zu zeigen, warum sie die Krogana immer gefürchtet hat. Für den Moment achtet alle darauf, was die Torianer machen. Und die Quarianer. Arbeitet mit ihnen zusammen. Aber merkt euch ihre Taktiken. Studiert ihre Formationen. Man weiß nie, wann wir ihnen mal einen kleinen Besuch abstatten. Bis dahin zeigen wir ihnen unsere Taktik. Sieg um jeden Preis. Ja, diese Hetzerei hier. Wir dachten, wir schauen mal vorbei und helfen ihnen, den Menschen den Arsch zu retten. Und dafür hätte ich gerne das Gebiet, das sie Australien nennen. War ein Witz. Vorerst. Eva ist nicht mehr da, um mich herumzukommandieren. Wissen Sie, seitdem sie T'Chanka verlassen haben, habe ich mich pausenlos gepaart. Bald wird jede Menge Erdnot-Nachwuchs rumlaufen. Ich schlage vor, sie lernen schon mal Kroganisch. Denn es sind noch viele von uns unterwegs. Wir sind bereit, Shepard. Aber ich glaube nicht, dass die Reaper für uns bereit sind. Das war schön. Gut, Kriegstreiber wie mit ihm. Wir könnten sie umkreisen und mit Verstärkung überfluten. Vergessen Sie's. Ich war 3 Tage in dem Sektor. Ich saß in Big Ben fest und habe alles erschossen, was sich bewegt hat. Eine verdammte Todesfalle. Nennen Sie mir einen Ort in dieser Stadt, der keine ist. Worauf schießt du? Okay, wir fahren. Ich weiß nicht, Admiral. Unsere Tarnix-Raketen sind gut, aber nur gegen konventionelle Ziele. Ein Reaper ist etwas völlig anderes. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, Major. Die Crews sollen sich fertig machen. Und dann los. Jawohl, Sir. Wir sprechen erstmal mit den anderen, bevor wir mit Edmund sprechen. Letzter Vorstoß. Alles okay? Ich dachte, das würde ich Sie fragen. Shepard, ich habe Sie als Jugendlicher auf Pilgerreise unterstützt. Und dann, als die Normandy ein Cerberus-Schiff war. Was wäre ich für eine Freundin, wenn ich jetzt aussteige? Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Alles okay? Ja, alles okay. Wirklich. Nach monatelangen Gesprächen mit dem Rat, mit Admirals, Politikern, alles für diesen Moment. Wohin schießt der Typ? Keine Politik und Diplomatie. Nur wir und sie. Ein letztes Mal. Was auch geschieht. Ich bin stolz, dass ich bei Ihnen war, Captain. Es war mir eine Ehre, Tully Zora was Normandy. Für die Admirals war dieser Name früher ein Schandfleck. Und dann half uns die Normandy bei der Rückeroberung unserer Heimat. Zeit, mich zu revanchieren. Oh Mann. Na gut, was hat Ihnen noch zu melden? Shepard, ich habe eine Frage. Eine große oder eine kleine? Sie ist wichtig. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie weniger Relevanz. Zeitpunkt. Dann los. Die Reaper haben bei dieser Schlacht keinen Grund, nicht alles gegen uns einzusetzen, was sie haben. Ihre Streitkräfte sind verschanzt. Sie haben mehr Feuerkraft und sind uns zahlenmäßig überlegen. Daher meine Frage. Wie kommen Sie darauf, dass wir die Röhre überhaupt erreichen? Die Reaper haben die Citadel. Sie glauben, sie haben gewonnen. Die beste Zeit für einen Angriff. Wenn Sie Spione oder so etwas haben, verlieren wir das Überraschungsmoment und dann vermutlich auch die Schlacht. Haben Sie Angst? Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher als bei allen bisherigen Plänen. Das habe ich nicht gefragt. Haben Sie Angst? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Es gibt keinen Platz mehr für Zweifel, Edie. Sie verstehen, was zu tun ist oder nicht. Ich verstehe, was wir erreichen müssen, Shepard. Die Reaper haben tausende von Zivilisationen vernichtet.
Aber unsere haben sie nicht vernichtet. Und das werden sie auch nicht. Gut. Kämpfen Sie hart, aber klug. Wir alle zählen auf Sie. Verstanden. Shepard, es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Der Unbekannte hat meine Herstellung vor Jahren befohlen. Jeff hat mir erlaubt, selbst zu denken. Aber erst jetzt fühle ich mich lebendig. Das verdanke ich Ihnen. Aber gerne doch. Danke, Edi. Na gut, dann reden wir jetzt mit Admiral Anderson. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Nur 50% von Hammer haben sich gemeldet. Mehr nicht? Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Mit jeder Minute hier gewinnen die Reaper an Stärke. Ganz meiner Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans Haku. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Puja! Jawohl, Sir! Johnson, Puja. Coates, Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Ich werde versuchen. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Ich würde ja wieder Edi gerne mitnehmen, aber keine Ahnung. Ach, ich nehme die halt wieder mit. Garrus und Edi. Oh Mann, stört mich nicht vor so einer Wahl. Der Krieg hat sie heute hergeführt und wird zeigen, wer sie sind. Sie mögen sonst Bruder, Tochter oder Sohn sein, aber heute sind sie ein Soldat. Die Reaper haben sie herausgefordert und sie haben angenommen. Sie alle sind freiwillig hier. Nein. Sie alle haben den Kampf gewählt. So oder so, dieser Krieg wird heute enden. Es gibt keine zweite Chance und keinen Platz für Fehler. Jeder von Ihnen muss bereit sein, für den Sieg zu sterben. Falls nicht, sind Sie bereits tot. Es wird ein Kampf ohne jede Gnade. Wir kämpfen oder sterben. Eine schöne Ansprache. Na gut, wir nehmen mal ausnahmsweise James mit und Garrus. Zwei Kämpfer und Edi kann hier bleiben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wen ich mitnehmen soll. Ich bin schlecht, ich weiß. Ich bin schlecht, ich bin scheiße, ich bin alles. Okay. Dann machen wir uns da bereit. Und nach der Cutscene gibt's einen Cut.
Diesmal ist es nicht meine Schuld, ich habe hier auch kein Sword. Na gut, dann mache ich erstmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Mass Effect 3 wieder. Bis dahin, tschüss.